Um was geht es bei der Goldinitiative? Die Schweizerische Nationalbank hat die Aufgabe des Bundes, die Geldpolitik des Landes zu führen. Sie stellt sicher, dass die Preise stabil sind und schafft Rahmenbedingungen, damit die Arbeitslosigkeit tief bleibt. Zudem ist sie die einzige, die Banknoten in Schweizer Franken drucken und herausgeben darf. Bereits heute muss ein Teil des Vermögens der Schweizerischen Nationalbank aus Gold bestehen. Wie viel Gold die Nationalbank besitzen muss, ist nicht festgelegt. Zurzeit besteht rund 10% des Vermögens der Nationalbank aus Gold. 70% dieses Goldes wird in der Schweiz gelagert. Was würde sich ändern? Wenn die Initiative angenommen wird, muss die Nationalbank mindestens 20% ihres Vermögens in Gold halten, also etwa doppelt so viel wie bisher. Außerdem muss die Nationalbank neu ihr gesamtes Gold in der Schweiz aufbewahren und darf dieses Gold nicht mehr verkaufen. Was sind die Argumente der Befürworter? Auch zwei oder drei Generationen später wird Gold immer noch wertvoll sein. Aus diesem Grund ist es eine sichere Investition. Nur in der Schweiz ist das Gold sicher. Wenn es im Ausland gelagert wird, besteht in einer Krise die Gefahr, dass die ausländischen Partner dieses Gold nicht an die Schweiz herausgeben. Was sind die Argumente der Gegner? In einer Krise muss die Nationalbank das Gold brauchen können, da Gold ein beliebtes Zahlungsmittel zwischen Ländern sein könnte. Diese Initiative verhindert aber den Verkauf des Nationalbankgoldes in jedem Fall. Die Goldreserven der Schweiz sind bereits heute genügend hoch. Es macht keinen Sinn, noch mehr Gold zu besitzen. Willst du, dass die Goldinitiative angenommen wird? Dann stimme ja. Willst du, dass sie abgelehnt wird? Dann stimme nein. Stelle jetzt den Vote-Wecker für deine Freunde, damit sie nie mehr einen Abstimmungstermin verpassen.